Guten Tag, mein Name ist Stefan Bauer von der CubeWerk GmbH. Wir sind ein IT-Systemhaus in Bayern und ich möchte Ihnen heute in einem kurzen Abriss die neuen Funktionen und Features von CEBIX 5 vorstellen. CEBIX 5 wurde am 12. Mai 2020 vorgestellt. CEBIX 5 ist wieder ein Long-Time-Release, das heißt, Sie haben für einen verlängerten Zeitraum die Möglichkeit, sich Updates zu beziehen und sind nicht gezwungen, Major-Versionen zu aktualisieren. Es gab gestern eine Ankündigung des CEBIX-CEOs. Das Spannende an der ganzen Geschichte war, dass diese Ankündigungen fast zeitgleich in nahezu allen für CEBIX verfügbaren Sprachen stattfand. So war es allen CEBIX-Usern und Administratoren möglich, sich hier auf die neuen Features und Funktionen einzustellen. Sie können sich vorstellen, in einem einstündigen Webinar, dass sehr, sehr viele neue Funktionen vorgestellt wurden. Ich möchte Ihnen hier ganz kurz nur die für uns wesentlichen Funktionen vorstellen, die aber vermutlich die meisten der Systemadministratoren ebenso spannend und arbeitserleichternd für die Praxis wahrnehmen. Sie können neuerdings mit Webhooks für Alarmierungen und Benachrichtigungen arbeiten. Es gibt jetzt eine interne Knowledge Base für Metriken und Trigger in CEBIX. Was uns besonders gefallen hat, ist eine jetzt native Anbindemöglichkeit an gewohnte Ticketsysteme und Third-Party-Tools, wie zum Beispiel das Ticketsystem OTRS oder von der Firma Atlassian Jira oder Zamat. Auch ist jetzt für die Signalisierung zusätzlich zu den schon bestehenden Jabber-Anbindungen eine Mattermost-Anbindung möglich. CEBIX pflegt neuerdings zusätzlich Templates für spezielle und bekannte Softwareprodukte, wie zum Beispiel Nginx, Redis, MySQL, Windows-Dienste, HA-Proxy und oder Elasticsearch. Das ist hier nur ein Auszug der möglichen Anbindungen bzw. gepflegten neuen und zusätzlichen Templates, die speziell für uns wesentlich und relevant sind. Mit CEBIX 5 gibt es einen neuen CEBIX Agent Nummer 2. Dieser CEBIX Agent Nummer 2 ist auch laut Aussage des CEBIX CEOs nativ mit TLS Verschlüsselung für Windows-Systeme vorgesehen. Sie können jetzt simpel über die CEBIX-Oberfläche, CEBIX.com, sich die passenden CEBIX-Agenten herunterladen und auch für Windows haben Sie jetzt schon die einkompilierten passenden Libraries für die Verschlüsselung. Das war in der Vergangenheit immer etwas unschön, denn hier kamen vorkompilierte Pakete immer von Dritten, was ein wenig das Vertrauen schmälert. Der neue CEBIX Agent 2 kann jetzt auch lokal bestimmte Daten zwischenspeichern, wenn denn gerade die Verbindung zum CEBIX Server nicht verfügbar ist. In der Vergangenheit war es so, wenn der Agent ein Item oder einen Wert, also ein Value, nicht an den Server schicken kann, erfolgt überhaupt kein Senden und erst später wird dann das letzte, aktuellste Item verschickt, wenn die Verbindung wieder besteht. Jetzt hat der CEBIX Agent 2 einen lokalen Cache und Sie können somit sicherstellen bzw. in Umgebungen besser damit arbeiten, wo Sie gewährleisten müssen, dass jedes Item oder jeder Check, den Sie lokal ausführen, auch wirklich den Weg zum Server findet. Mit dem CEBIX Agent 2 haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, lokal in der Client Konfiguration bestimmte Anfragen zu White- oder Blacklisten, also freizugeben oder zu blockieren. Bis dato war es nur so, dass der CEBIX Server nahezu alle Möglichkeiten hatte, vom Client die Standard-Items und Funktionen abzufragen und sie konnten maximal Remote-Commands oder ähnliches blockieren. Jetzt haben sie ganz fein granular die Möglichkeit, dem Server zu sagen, lieber Server, du darfst diese oder jene Werte abfragen. Zusätzlich können Sie jetzt die TLS-Ciphers auf Client- und Serverseite fixieren, also fest vorgeben, zum Beispiel in Hochsicherheitsumgebungen TLS 1.3 erwarten bzw. erzwingen.
Der neue Cervix Web Installer bietet jetzt auch nativ die Möglichkeit, MySQL-Datenbankanbindungen TLS-verschlüsselt einzurichten. Sehr sinnvoll, speziell in Cloud-Umgebungen, wo gelegentlich das Cervix Frontend und Backend bzw. der Datenbankserver nicht im selben Subnetz steht. Einmal bestätigte Probleme im Cervix Dashboard können jetzt unacknowledged werden, ein ganz schlimmes Wort. Also alles, was Sie einmal als Problem mit bestätigt, acknowledged abgesegnet haben, können Sie jetzt wieder revidieren. Kommt, und so zitiere ich nur den Cervix CEO, häufig in Umgebungen vor, wo ein Team von Administratoren sich um ein und dasselbe Problem kümmert und sich hier häufig die Statis ändern. Auch neu entstanden ist in Cervix jetzt die Möglichkeit, dass Sie Makros bzw. User-Defined Makros als Secret, also geheim markieren. So können Zugangsdaten einmal hinterlegt werden, sind dann aber nachträglich nicht mehr in der GUI sichtbar. Kommen wir zum Schluss, die letzten Funktionen. Häufig ist es so, wenn Sie mit Cervix Werte von entfernten Systemen abfragen, haben Sie es mit Zeichenketten, mit Zahlen und Ähnlichem zu tun und möchten das aber gerne in eine andere Form oder in ein anderes Format bringen. Der Klassiker wäre, Sie bekommen das Wort ab zurück und möchten das aber auf ein 1 mappen. Wichtig hier nicht nur von der Darstellung mappen, das ging zuvor auch schon, sondern Sie möchten wirklich den Wert mit Pre-Processing anpassen. Und in der Vergangenheit waren hier oder sind immer noch sehr umfangreiche Regular Expressions, also reguläre Ausdrücke zur Verfügung. Aber häufig möchte man sich hier nicht mit komplexen Regeln herumschlagen, sondern möchte eigentlich nur sagen, ersetze mir doch bitte ein A durch ein B. Und hierfür gibt es jetzt ein neues Replace-Feld bei den Pre-Processing-Einstellungen, um nur von einem Wert auf einen anderen Wert zu mappen. Und zuletzt, was uns in der Systemadministration und bei der Entwicklung von neuen Templates und Checks sehr weiterhilft, ist die Möglichkeit, einfach Items von einem fremden System auf Knopfdruck heraus zu testen. Bis jetzt ist es so, Sie bauen für einen Kunden oder für Ihre IT-Umgebung ein Template, bauen Checks ein, definieren Abfrageintervalle von, sagen wir mal, 2 bis 3 Minuten und Sie stellen nach 3 Minuten fest, dieser Check hatte einen Fehler. Dann werden Sie den Check modifizieren, Sie warten wieder 3 Minuten und laufen vielleicht wieder einen Fehler. Und Sie sehen hier schon, das kann sehr zeitaufwendig sein. Mit dem neuen Cervix 5 LTS Release haben Sie die Möglichkeit, auf Knopfdruck zu sagen, lieber Client, liefer mir doch mal bitte alle deine Werte oder liefer mir einen bestimmten Wert. Kommen wir zum Ende. Falls Sie noch irgendwo Cervix 4 Systeme im Einsatz haben, wovon ich ausgehe, die neue Version ist brandaktuell und erst ganz neu und leider hängt auch noch die Cervix-Dokumentation hinterher. Würden wir Sie gerne unterstützen bei einer Migration. Wir sind ein kleines Systemhaus in Bayern, haben mehrere IT-Berater im Bereich Cervix-Projekte positioniert und würden uns freuen über Ihren Anruf oder über Ihre Rückmeldung. Auch gerne als Kommentar auf dieses Video oder per E-Mail über die gewohnten Kontaktdaten. Schauen Sie auch noch auf unserer Homepage vorbei, www.cubewerk.de. Cube wie der Würfel, Werk wie das Werk, alles in einem Wort. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Spaß mit Cervix 5 und teilen Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit Cervix mit. Danke und bis zum nächsten Mal.